Okay, hallo Hannover, ich bin hier aufgewachsen, mich hat es dann ins Saarland verschlagen wegen der Liebe. Und ich bin Informatiker. Ich möchte Ihnen zunächst erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Physiker und einem Informatiker. Dazu eine kleine Geschichte. Physiker geht auf eine Party, irgendwann wird er gefragt, und was machst du so? Da weiß der Physiker nicht, was er sagen soll, weil er über was super Kompliziertes promoviert, kann man gar nicht erklären. Ja? Dieses Problem haben wir Informatiker nicht, denn wir werden gar nicht erst zu der Party eingeladen. Umso mehr freue ich mich ja, dass Sie mich zum Science Slam eingeladen haben. Beim Science Slam geht es ja um Spaß und Spannung. Und jetzt haben Sie hier einen Informatiker auf der Bühne. Aber ich habe mir gesagt, Jens, das ist eine sportliche Herausforderung. Nimm die sportliche Herausforderung an und versuch den Leuten mal zu erklären, wie spannend Informatik eigentlich sein kann. Und deswegen jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Alltag eines Informatikers. Der sieht nämlich so aus. Um 9 Uhr morgens sieht meine spannende Welt so aus. Sie erkennen bereits, erste Aggressionen liegen in der Luft. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Um 10 Uhr steigert sich das Ganze nochmal, denn ein edler Ritter erscheint und dem Ritter, oh nein, da erscheint der schwarze Ritter und der schwarze Ritter zückt das Schwert, haut zu, aber der edle Ritter kämpft zurück und dem edlen Ritter gelingt es, den Kampf für sich zu entscheiden. Oh, das war aber knapp. Und um 11 Uhr schließlich mündet das Ganze dann in eine romantische Liebesgeschichte. Ach, ist das nicht schön. Bis schließlich hier das Happy End entsteht. Und ich spüre schon, wie meine Begeisterung für die Informatik sie erfasst. Ja, die ersten Reihen geraten förmlich in Ekstase. Eine Laola-Welle baut sich auf. Ja. Ich bin mal bei einigen nicht so sicher, ob die so begeistert sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, erzähle ich Ihnen heute Abend besser nichts über Informatik. Das wird eh nichts. Langweilig Sie nur mit. Ich erzähle Ihnen mal was über meine zweite Profession. Ich bin nämlich auch ein Spieleforscher. Jetzt denken Sie, ha, klar, Computerspiele. Nee, nichts Computerspiele. Ich beschäftige mich mit analogen Spielen. Kennen Sie alle? Gibt es viele verschiedene analoge Spiele. Einige dieser Spiele sind eher langweilig, andere sind eher spannend. Und jetzt versetzen Sie sich mal zurück, wie war das damals beim ersten Mal, als Sie dieses Spiel gespielt haben? Ja? Wie war das da? Da haben Sie erstmal gar nichts gecheckt. Woran liegt das? Naja, zu so einem Spiel, da gehört natürlich auch eine Spielanleitung mit Spielregeln und die muss man erstmal verstehen, sonst kann man das Spiel gar nicht vernünftig spielen. Und ich würde Ihnen gerne mal ein Spiel erklären, mit dem ich mich beschäftige, dieses Spiel wissenschaftlich beschäftige. Dieses Spiel heißt Hadoop. Und das hat mit Büchern zu tun. Bevor ich Ihnen das Spiel erkläre, muss ich einen Fachbegriff klären, gerade für die Jüngeren, ein wichtiger Fachbegriff, Buch. Ja. Also das sind Geräte, damit haben die Leute früher Texte gelesen. Das heißt nicht für möglich halten. Das geht wieder nicht. Ja? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Egal. Ja, aber das Spiel, mit dem ich mich beschäftige, hat mit Büchern zu tun, geht aber auch mit Klodeckeln, DVD-Sammlungen, ist egal. Ich erkläre es mal mit Büchern, ist am einfachsten. Ganz viele Bücher befinden sich in einer riesengroßen Bibliothek, 6 Hochhäuser voll, gerappelt mit Büchern, passt nichts mehr rein. Und das Ganze wird bewacht von einem netten, freundlichen Bibliothekar. Dieser Bibliothekar, der verleiht die Bücher. Zudem gibt es dann auch noch Kundinnen, das sind ganz nette, freundliche Wesen. Diese Kundinnen, die leihen die Bücher aus. Und das Problem mit den Kundinnen ist jetzt, wenn die zur Bibliothek gehen jede Woche, die sagen halt nicht, ich hätte gerne mal 2 oder 3 Bücher, sondern die haben so Wünsche wie, ja, ich hätte gerne diese Woche mal alle dunkelgrünen Bücher, die du so hast in deinen 6 Hochhäusern. Ja? Such mal zusammen. Und die zweite Kundin sagt, ich hätte gerne alles vom Reklam-Verlag. Und die dritte Kundin sagt, ich hätte gerne alle Bücher von 1981. Ja, aber kein Problem für den Bibliothekar, denn er hat einen Katalog. Er sucht da alles raus. Für jedes Buch von 81 eine Karteikarte. Das sind schon ein paar Karteikarten. Dauert einen Moment, aber er sucht die 100.000 Karten raus. Und dann geht er zur Bibliothek. Und da hat er ein Problem, denn die Bibliothek ist nach Autor sortiert, von A bis Z. Wenn Sie alles haben wollen von 81, bringt Ihnen das Original überhaupt nichts. Der Bibliothekar, der muss durch alle Räume rennen. Der muss jeden Raum mal besuchen. Und er fängt an zu schimpfen. Oh, diese blöden Kundinnen und dieser anstrengende Job, das ist ja voll nervig. Und kurz als er vom 5. Hochhaus das bringt, brennt die Bibliothek auch noch ab. Ja, das passiert mal, Alexandria. Oder vielleicht denken Sie alle an den 11. September. Ja, 1051 ist da die Dombibliothek in Bremen abgebrannt. Was denken Sie denn? Ja, also er besucht dann noch das 6. Hochhaus, sucht die Bücher zusammen. Und was Sie merken ist, der Mann, der wird so richtig aggressiv. Der Bibliothekar, ja? Nicht den Job.
Und er wird im Extremfall so aggressiv, dass er die Kundin erschießt. Man kann jetzt streng mathematisch beweisen, hat mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. Keine Angst, ich zeige den Beweis nicht, nur das Ergebnis. Sehr interessant und spannend. Man kann zeigen, das gilt, wenn der Bibliothekar die Kundin erschießt, dann folgt daraus, dass die beiden sich nicht ineinander verlieben. Ja, wer hätte das gedacht von Ihnen? Und daraus folgt dann auch, dass die beiden nicht zusammenziehen und dass es kein Happy End gibt. Und das ist natürlich doof, das wollen wir nicht, wir wollen Happy End. Deswegen lautet die Spielaufgabe, die Verluste an Kundinnen zu minimieren. Und das führt letztendlich zu der Frage, wie die Bücherei organisieren. Also gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das Ganze ist nach Auto sortiert, total beknackt. Könnten wir ja auch nach Erscheinungsjahr sortieren. Wer viel geschickter, dann wäre ja alles von 1981 hier auf der einen Etage. Ist aber wieder doof, wenn eine Kundin kommt und alles in dunkelgrün haben will. Ja, okay, dann sortieren wir halt nach Farbe. Meinetwegen auch gut. Ja, dann finden wir hier alles. Aber dann funktioniert das wieder nach Jahr nicht oder nach Autor oder nach Verlag oder dies und das. Ja? Also meistens verlieren sie, egal wie sie sortieren. Deswegen spricht man hier auch in der einschlägigen Fachliteratur von einer Win-Lose-Situation. Ja, umgangssprachlich FDP-Szenario. Und die Frage ist natürlich, wie geht das besser? Und da haben wir uns eine neue Spielstrategie überlegt, mit der das viel besser geht, dieses Spiel. Für diese Spielstrategie benötigen wir zunächst eine Fachkraft, die in der Lage ist, große Mengen von Text zu sein. Ja, große Mengen von Text zu kopieren. Eine Fachkraft, die große Mengen von Text kopieren kann, das ist aber kein Problem. Ja, das ist total super, weil der Mann ist auch schon eingearbeitet. Ja, stellen wir uns einen Arbeitsplatz und sagen dir, hey, Guti, nimm dir doch mal ein Buch aus der Bibliothek. Eins, was dir gefällt, dein Lieblingsbuch am besten. Hol dir dieses Buch und kopier das. Aber kopier es nicht nur einmal, kopier es gleich 6-mal und bitte auf so ein kleineres Format. Also aus einem großen Buch entsteht jetzt hier ein kleines Buch und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Das heißt, hinterher haben wir 6 kleine Bücher und der Witz ist, die 6 kleinen Bücher nehmen zusammengenommen so viel Platz weg wie das große Buch. Das heißt, wir können das große Buch wegschmeißen, behalten nur noch die kleinen Bücher und gehen mit den kleinen Büchern wieder zu unserer Bibliothek. Da geben wir jeweils eines der kleinen Bücher an eines der Hochhäuser. Das hat den Effekt, dass hinterher jedes Buch in jedem Hochhaus schon vorhanden ist und nicht irgendwo. Und das machen wir mit allen Büchern, die es vorher gab in der Bibliothek. Das heißt, wir haben hinterher nur noch kleine Bücher und jedes Hochhaus hat bereits jedes Buch vorhanden. Jetzt fangen wir an zu sortieren. Erste Hochhaus nach Autor, zweite nach Farbe, das dritte nach Jahr, vierte nach Verlag und so weiter. Wenn jetzt eine Kundin kommt und sagt, ich hätte gerne alle Bücher von 81, überlegen wir mal kurz, welches Hochhaus ist denn nach Erscheinungsjahr sortiert? Das ist das dritte, super, gucken wir danach, finden wir alles in einer Etage. Wenn eine andere Kundin kommt und sagt, ich hätte gerne alle dunkelgrünen Bücher, auch überhaupt kein Problem, überlegen wir kurz, zweites Hochhaus nach Farbe sortiert, auch da finden wir alles in einer Etage. Es hat viele Vorteile, zum einen muss der, also erstmal haben wir jetzt eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, aber es hat noch andere Vorteile, denn der Bibliothekar, der muss viel weniger laufen. Ja, auch wenn jetzt ein Hochhaus abbrennt, ist das überhaupt kein Problem mehr. Bauen wir das Hochhaus einfach wieder auf und kopieren die Bücher aus einem der anderen Hochhäuser rüber. Ja, und schon haben wir wieder 6 Hochhäuser mit Büchern voll. Ist überhaupt kein Thema. Jetzt streicht die Folie. Und das hat viele Vorteile. Zum einen ist der Bibliothekar glücklich, die Kundin ist glücklich, die beiden verlieben sich, ziehen zusammen und letztendlich kommt es zum Happy End. Und damit ist die Geschichte eigentlich zu Ende, aber vielleicht fragen Sie sich ja, naja, also was ist denn jetzt die Moral von der Geschichte? Jede gute Geschichte hat eine Moral und diese hoffentlich auch. Dankeschön. Ich habe Ihnen ja versprochen, nichts über Informatik zu erzählen. Naja, das war nicht so ganz richtig, denn was ich Ihnen als Spiel verkauft habe mit Spielregeln, kann man auch allgemeiner fassen. Ja, so Spielregeln, wenn ein Stein dahin setzt, hast du verloren. Das ist erstmal was Abstraktes wie falls X, dann Y. Und genau damit beschäftigen sich Informatiker. Ja. Informatik ist nichts anderes als die Erforschung automatisierbarer Regeln. Und deswegen habe ich mir überlegt, statt Ihnen davon zu erzählen, ein großes Computersystem verwaltet die Daten, da hören Sie eh nicht zu, erzähle ich Ihnen lieber was von einem Bibliothekar, der Bücher ausleiht. Ja. Und statt Ihnen zu erzählen von einem Webbrowser, der Suchanfragen schickt, habe ich Ihnen nicht erzählt, erzähle ich Ihnen doch lieber was von einer Kundin, die Bücher ausleiht und so weiter und so weiter.
Dieses Spiel Hadoop ist kein Spiel, sondern eine wichtige Software, die wird von vielen Menschen auf der Welt benutzt, um große Datenmengen schnell zu durchsuchen. Sie benutzen Dankeschön. Sie benutzen das täglich, also das spielt eine Rolle zum Beispiel in der Klimaforschung, um diese ganzen Messergebnisse zu analysieren für den Klimabericht. Das spielt eine Rolle in der Astronomie, ist auch ganz wichtig, aber auch in der Physik im Allgemeinen. Dann spielt es eine große Rolle, dieses Hadoop bei Google, aber auch bei Facebook, benutzen sie jeden Tag. Und wir haben jetzt was erforscht. Mithilfe unserer Forschung ist dieses Hadoop-System jetzt 100 Mal schneller als vorher. Aber das nur am Rande. Und deswegen, ja, und deswegen möchte ich Ihnen aus dem spannenden Alltag eines Informatikers erzählen. Um 9 Uhr morgens sieht meine spannende Welt so aus. Sie erkennen bereits, erste Aggressionen liegen in der Luft. Ein Kampf auf Leben und Tod entsteht. Um 10 Uhr steigert sich das Ganze nochmal dramatisch, denn ein edler Ritter erscheint und dem Ritter gelingt es, unter größter Kraftanstrengung den Kampf für sich zu entscheiden. Bis schließlich um 11 Uhr eine romantische Liebesgeschichte entsteht und das Ganze in einem Happy End mündet. Danke, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mich auf Ihre nächste Party einladen wollen, sprechen Sie mich nach der Pause an, okay? Dankeschön.